The only way to protect the climate is through innovations in the non-ferrous metal industry. For over 6 years, Metalla Pro Clima has been publicizing our industry's contributions to climate protection, resource efficiency, and energy efficiency. Non-ferrous metals such as copper, aluminium, and nickel are fundamental elements in a successful energy revolution. Copper is a globally traded commodity and an indispensable raw material for all industrialized nations. Aurubis is Europe's biggest copper producer and the world's largest copper recycler. The primary raw material, copper concentrate, first undergoes a number of smelting steps, a process that also incorporates recycled materials such as scrap copper. The resulting anode-grade copper has a copper content of 99.5%. Mein Name ist Vorab Stutzkus. Wir befinden uns hier in der Rohhütte Berg Ost der Aurubis AG. Hinter mir sehen wir die Gießmaschine, in der wir Kupfer mit etwa 1200 Grad ausgießen und 400 Kilogramm schwere Anodenplatten erzeugen, die wir anschließend in der Kupferelektrolyse, dem letzten Reinigungsschritt des Kupfers, unterziehen. Electrolysis is the process used for refining anode-grade copper, producing copper cathodes with a purity of over 99.99%. The copper cathodes are then melted and made into continuous cast shapes, wire rod and other rolled products. Mein Name ist Alexander Kuri. Ich stehe hier vor einem Strangussformat. Das handelt sich hierbei um einen Cake. Aus diesen Cakes werden Bänder gewalzt, werden Folien gewalzt. Kupfer als sehr guter Übertrager von Wärme und von elektrischer Energie eignet sich hervorragend für alle Anwendungen, wo effizient Strom und Wärme übertragen werden muss. The wire plant is where the company produces another major product, continuous cast wire rod. Multiple rolling steps produce thinner and thinner wire, which is ultimately wound up into coils. Mein Name ist Felix Schulz, ich bin Betriebsleiter in der Drahtanlage hier in Hamburg. Unser Gießwalzdraht ist das Vorprodukt für Kabel und Drähte aller Art. Allein im Generator einer Windkraftanlage sind so bis zu 5 Tonnen Kupfer verbaut. Zusammen mit den weiteren Anschlussleitungen kommen wir auf bis zu 8 Tonnen Kupfer in einer Windkraftanlage. Copper is also important in sectors other than wind power, such as solar energy or solar heating. No copper, no energy revolution. Aluminium is the most commonly occurring metal in the Earth's crust. It's lightweight, resistant, conductive, long-lasting, and flexible. Hydroaluminium is a global leader in aluminium manufacturing, producing extrusion ingots, sheet ingots, foundry alloys, strip and sheet for an extremely wide array of applications. In automotive engineering, for instance, aluminium helps reduce energy and resource consumption. Mein Name ist Mario Eglinz. Ich arbeite seit 5 Jahren bei Hydroaluminium als Maschinenführer. Wir stellen hier Bleche für die Automobilindustrie her, aus denen unter anderem Motorhauben, Kotflügel, Heckklappen gefertigt werden und versuchen darüber, das Gewicht des Fahrzeugs zu minimieren. Durch das bei uns gefertigte Aluminium entstehen leichte und verbrauchseffiziente Karosserien und dadurch leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Using lightweight materials to reduce weight by 100 kilograms saves an average of 0.35 liters of petrol for every 100 kilometers that a vehicle travels. Over the lifetime of a car, that translates to a saving of 700 liters of fuel and a reduction of 2 metric tons of CO2. Weniger Gewicht, weniger Treibstoff, weniger Abgase. So helfen wir beim Klimaschutz. Non-ferrous metals are also important in aviation and aeronautics. VDM metals produce over 30,000 metric tons of nickel materials and special high alloy stainless steel each year, making it one of the world's largest manufacturers of nickel alloys. Products developed at VDM include super alloys for aviation. Multiple smelting processes are required in order to produce some of the material properties needed for these applications. Mein Name ist Jutta Fischer. Ich bin seit 15 Jahren bei VDM tätig und seit 3 Jahren zuständig für den Vakuuminduktionsofen. Wir schmelzen hier die Materialien für die Luftfahrtindustrie nochmal um, um einen höheren Reinheitsgrad zu erhalten. The finished electrodes are then forged, which alters their shape and product characteristics yet again. Mein Name ist Harald Funder. Ich bin Teamleiter hier in der Schmiede in Unna bei der VDM Metals. Unsere Nickellegierung
die wir hier in Unterschmieden zeichnen sich besonders durch gute mechanische Eigenschaften und Korrosionsbeständigkeiten aus. Sie tragen damit zur Ressourceneffizienz in vielen Bereichen der industriellen Prozesse bei. In the finishing area, rods are worked to meet customer requirements and then shipped. VDM nickel alloys are used in aircraft construction for producing turbine discs and many other components. These parts have to withstand temperatures of up to 650 degrees Celsius in high efficiency engines. In the years to come, experts forecast an increase in international air travel, which makes developing more efficient engines all the more important for the future. Lighter and thus more efficient cars, components for wind turbines, and more efficient aircraft engines. The modern materials and products of the non-ferrous metal industry are what make the energy revolution possible. And by constantly improving the energy and resource efficiency of production processes, we help protect the climate too. Non-ferrous metals are shaping the future, protecting our resources and helping us save energy. Sie sehen also, ohne Kupfer und andere NE-Metalle keine Energiewende. Ohne Nicht-Eisenmetalle wie Aluminium kein Klimaschutz. Ohne Nicht-Eisenmetalle kein Klimaschutz.